Ja, sehe ich schon so. Also wir hatten heute Riesenchancen, die wir nicht genutzt haben und von daher ist das sehr, sehr bitter heute. Ja, das sehe ich auch schon. Ich denke, wir haben genügend Chancen gehabt, heute das Spiel zu gewinnen. Und sonst war alles drin. War ein Derby mit echtes Derby, denke ich, mit viel Kampf und Leidenschaft und von beiden Mannschaften. Bei uns hat nur das Tor gefehlt. Ich denke, wenn man so viel Chance hat, dann muss man mindestens ein Tor machen. Und ja, so kann man ein Spiel gewinnen. Wenn ein Abwehrspieler einen Zweikampf verliert, so wie beim 0-1, dann ist es der Abwehrspieler. Wenn der Stürmer die Torschuss nicht nützt, dann ist es der Stürmer. Aber am langen Ende ist es die Mannschaft. Und die Mannschaft ist dafür verantwortlich, was passiert. Und die Einzelnen, jeder Einzelne versucht, das Beste zu geben. Und da hatten wir, wie gesagt, genug Möglichkeiten heute, ein Tor zu erzielen, die Führung zu gehen oder eben nachhinein auch dann den Ausgleich zu erzielen. Das haben wir heute nicht geschafft. Und deswegen ist es bitter. Wir müssen diese Müdigkeit, die natürlich jetzt morgen extrem sein wird, weil diese Niederlage natürlich dazu beiträgt, ganz schnell aus den Köpfen kriegen und wie gesagt, die sehr, sehr vielen positiven Dinge auch mitnehmen. Und ja, Sieg der Moral ist. Also wir wollen es unbedingt beweisen heute, wir wollen unbedingt weiterkommen und ja, ist uns gelungen. Ja, gut, klar, Siege geben immer Auftrieb. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, mit dem Selbstvertrauen von heute gewinnen wir Sonntag in Leverkusen. Das wird wieder ein ganz, ganz hartes Spiel, wie jedes Spiel in der Bundesliga für uns. Aber klar ist, Siege geben immer Selbstvertrauen, keine Frage.